Masseaufbau. Welches Training ist geeignet, um eine große, kräftige Muskulatur aufzubauen? Und wir reden jetzt erstmal nur über Masse. Wir reden jetzt nicht über knallharte Definition, sondern wir reden über Masse. Wie werden die Arme dicker, wie werden die Schultern dicker, die Brust dicker und so weiter. Also, der Trick ist es, mechanische Last, viel Gewicht nutzen. Also nicht einen guten Pump oder viele Wiederholungen oder möglichst schön sauber und konzentriert ausgeführt, sondern ins Training gehen, sich dort hinsetzen, hinstellen, je nachdem welche Übung das ist natürlich, etwas hochholen aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart, was einen richtig anpisst und das dann im Training rauslassen. Also nicht jetzt so hinsetzen und ja, saubere Atemtechnik, jetzt mache ich hier meinen Satz und dann warte ich einen Moment, dann mache ich noch einen Satz, sondern wirklich im Training aggressiv sein. Weil die Aggressivität, also das Adrenalin, was wir dann produzieren, wenn wir irgendwas hochholen, was uns anpisst, macht uns Schmerz unempfindlicher, sorgt dafür, dass wir mehr Kohlenhydrate im Blutkreislauf haben, mehr Ausdauer, mehr Kraft, mehr Impulsgebung, mehr Power. Ja? Also dementsprechend, Grundübungen, beste Übung für die Beine ist entweder Kniebeuge oder Beinpresse. Bitte nicht separieren, nicht Waden heben im Stehen, Beincurls im Liegen, im Sitzen. Also Beinpresse oder Kniebeuge. Dann wichtig, das gleiche gilt natürlich auch für die Brust, Oberkörperstruktur, dort eine Drückbewegung, entweder Bankdrücken oder Brustpresse oder über Kopf drücken, Schulterpresse. Letzte Übung und damit beginnen wir auch, also wir beginnen immer mit dem Rücken, erste Übung ist immer eine Rückenübung, Klimmzüge oder schweres Latzug oder Rudern, ob das nun am Kabel ist oder mit der Langhantel, völlig egal, also erst die Rückenübung. Dann die Oberkörperdrückübung, Brust, Schulter und dann die Beinübung, weil die Beinübung einen am meisten aus der Bahn werfen kann, weil wir dort auch am meisten Gewicht nutzen sollen, müssten. Das heißt also, im Oberkörper ist es ungefähr gleich. Wenn ihr Latzug 180 Kilo macht, könnt ihr auch Brustpresse 180 Kilo machen. Oder solltet ihr ungefähr. Wenn ihr Latzug 90 Kilo macht, Brustpresse auch 90 Kilo. Beinpresse, dann immer gern schon eher das Doppelte. Das heißt also, wenn ihr 200 Kilo Latzug macht, macht ihr 400 Kilo Beinpresse. Wenn ihr 100 Kilo Latzug macht, macht ihr mindestens 200 Kilo Beinpresse. Dann noch entscheidend, halbe Wiederholung. Also nicht diese Full Range of Motion von ganz unten nach ganz oben, also jetzt nicht von hier nach da, sondern nur das. Das ermöglicht euch A, mehr Gewicht nutzen zu können, B, habt ihr weniger Verletzungsanfälligkeit, weil gerade wenn ihr den Arm dehnt, hier ist ja die Dehnung, da wird der Muskel ja gedehnt, gestreckt und aus dieser Perspektive, aus dieser Motion wieder Kraft aufzubauen, ist manchmal mit einer relativ ruckartigen Bewegung verbunden und das bringt natürlich die Fasern extrem zum Reißen und das kann auch Bänder, Sehnen und Knorpel dann kaputt machen. Also dann verletzt ihr euch. Wollen wir nicht. Deshalb nur bis hier maximal und dann wieder hier. Nur bis hier und hier. Beim Latzug genauso. Also ihr haltet das fest, zieht es runter bis hier, geht nur bis hier und wieder runter. Halbe Wiederholung. Trainingsfrequenz. Wenn ihr keine Anabolika nehmt, dann bitte maximal dreimal die Woche. Montag, Mittwoch, Freitag. Wenn ihr noch andere Hobbys habt, wie ich spiele Fußball, ich mache Kampfsport, was auch immer, oder ich habe drei Kinder zu Hause oder eine Firma, dann bitte nur zweimal die Woche, Montag, Donnerstag zum Beispiel. Und jetzt der Wiederholungsbereich für den Oberkörper, da machen wir 6 bis 8 Wiederholungen, also egal, ob ich jetzt irgendwas drücke oder ziehe, 6 bis 8, und für die Beine gerne 10 bis 20 Wiederholungen. Da können wir ruhig ein bisschen höher gehen von den Wiederholungen her. Und sollten Fragen sein, schreibt sie in die Kommentare rein. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Nee, das ist das zum Training. Kein Cardio, kein ich wärme mich erstmal auf, 15 Minuten auf so einem Fahrrad oder Crosstrainer ist nicht erforderlich. Ihr wärmt euch auf durch die Übung an sich. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel 100 Kilo Bankdrücken macht, fangt ihr an mit der Stange, 5 Wiederholungen, dann nehmt ihr 50 Kilo, 5 Wiederholungen, dann 75 Kilo, 5 Wiederholungen und dann 100 Kilo. Und dann geht ihr all in mit 6 bis 8 Wiederholungen. Sätze, 2 Sätze reichen völlig aus. Also 2 Sätze schwer Latzug, 2 Sätze schwer Brustpresse, 2 Sätze schwer Beinpresse. Das reicht völlig aus. Je härter ihr trainieren könnt, je mehr ihr euch verausgaben könnt im Training, desto weniger Sätze sind notwendig. Das heißt also, dann reicht auch teilweise ein Satz. Reicht, ich mache nur einen Satz. Ja, und trainiere wirklich Beinpresse mit diesen halben Wiederholungen, bin ich bei 500 Kilo. Schulterpresse bin ich bei 140 Kilo und Latzug bin ich bei 180 Kilo.
Also nur, dass ihr ungefähr wisst, wenn ich mit der Brustpresse arbeite im Liegen, dann bin ich bei 180 Kilo. Also nur, dass ihr seht, wo ich ungefähr bin, wo man hin muss, damit man halt gerade mal so aussieht wie ich. Und ich bin ja nur jetzt kein Monster. Okay, das zum Thema Training. Euer Sascha Mühle. Bis dann. Ciao.